Moin Leute, siebter Tag mit Ilfa. Vielen Dank, dass du durchhältst. Das ist alles an einem Tag gemacht worden. Das ist mega anstrengend, Leute. Alle grinsen mich hier an von Simon, Matti, Sandra. Alle grüßen mich hier, grinsen mich an. Ja, vielen Dank erstmal für die Beteiligung. Ich habe ja über Instagram Fragen gestellt, die wir jetzt Ilfa stellen werden, die er uns hoffentlich beantwortet. Genau, also ich gehe jetzt einfach mal durch. Wie interpretierst du den Islam heute für dich und wie lebst du ihn heute aus? Lebst du ihn noch genauso intensiv aus, also was das Gebet angeht, Fasten, also Ramadan, und oder ist auch das weicher geworden in deiner Wahrnehmung oder in deiner Ausübung? Ja, ist natürlich schwierig, ich weiß, nach diesem ganzen, nach diesem Extremismus-Ding und so weiter, was hat schon eine längere Zeit gedauert, so wieder so, ich sag mal, so dieses Mitteldings zu finden. So, es war schon schwierig, aber ich denke, mittlerweile habe ich das gefunden. Ja, ich lebe es natürlich nicht mehr so wie früher aus. Also Religion ist mir schon noch wichtig, ich bin schon noch so ein religiöser Mensch, aber so im Alltag und so weiter spielt das jetzt so für mich keine große Rolle mehr. Okay. Dann kam eine Frage, die habe ich auch schon mal gestellt gehabt. Wenn man früher gebetet hat und sehr intensiv, wenn du sagst, du hast die Nacht so durchgebetet, schweifen die Gedanken da auch mal ab und denkst dir, scheiße, wie geht's bei Duck and Carry weiter? Nee. Oder ist man wirklich so doll im Tunnelgebet, dass man sagt, also ich stelle mir das so vor, ich war als Jugendlicher, ja, ich wurde katholisch erzogen. Und wenn ich beten sollte, habe ich mir gedacht, Mensch, wie spielt wohl der HSV morgen? Und, also passiert das auch? Also ja, so normalerweise, also so jetzt außerhalb, klar. Im Gefängnis würde ich sagen, nicht so. Im Gefängnis ist so wirklich so, keine Ahnung, da bist du echt so tief drin, weißt du, ich meine, du bist so weit weg, du bist so fokussiert auch hier auf deine schwierige Situation, auf deine Lage, dass du da wenig Ablenkungen hast, aber so draußen im Alltag und so weiter, natürlich, wenn du da betest und sowas, das ist, ich würde behaupten, bei 90% der Leute, dass die zu 90% während der Zeit, der sie beten, an was anderes denken. Okay, das glaube ich, Gott. Das glaube ich auch ganz menschlich, also das ist aber eine Frage, die fand ich echt cool. Dann mal eine Frage dazu, die jemand geschrieben hat, hat gesagt, naja, wie wird das überhaupt so vereinbart? Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, so von Menschen, die sagen, ja, der Islam ist mir wichtig und der Koran, aber dann am Wochenende irgendwie Alkohol trinken, Drogen nehmen oder Kriminalität ist okay, aber dann immer sich darauf beruhen, ja, ich bin Moslem. Also das ist so ein Zwiespalt, glaube ich, für viele. So, also der Islam ist gut, wenn man ihn braucht, ja, aber ich selber verstoße ja auch irgendwie dagegen. Also das ist so eine Frage, die kam öfters, wie ja, das so gerechtfertigt wird. Das ist halt so dieses, ich sage mal, diese verbreitete, würde man sagen, Heuchelei vielleicht. Das ist halt das Problem, weil es sehr unterschiedliche Kulturen sind und die Leute sind da echt in einem Zwiespalt. Einerseits wollen sie sehr religiös sein, andererseits sehen die einfach, wie gut das Leben ist, ja, wie gut das Leben hier auch ist, so, und können nicht darauf verzichten. Genießen es, aber dann wiederum mit schlechtem Gewissen. Okay. Ja, also die sind da, das ist sehr zwiespältig. Also, wie gesagt, dieses so, nee, das ist alles schlecht, und picken sich auch nur das raus, was denen gefällt. Zum Beispiel die Schwester, oh nee, die darf gar nichts, aber er selbst immer Party und so. Ja, das ist halt diese verbreitete Heuchelei auch und dieser Zwiespalt, wenn man versucht, einen offen westlichen Lebensstil mit dem Islam sozusagen zu verbinden, sehr, sehr schwierig, und das kommt halt dann oft dabei raus und das verstehen halt dann viele Leute nicht so. Hast du eine Antwort für jemanden, warum sind gerade extrem junge Islamisten bereit, Selbstmordattentate zu begehen? Geht es wirklich um die versprochenen Jungfrauen und Paradies? Also ich denke, und ich kannte ja schon Leute, die sich auch so in die Luft gejagt haben, und die sind hundertprozentig davon überzeugt. Jetzt abgesehen davon, dass es Blödsinn oder welche Meinung man hat, ob das so ist oder nicht, die sind davon überzeugt, weil du kannst keinem Menschen Geld bieten, dass er sich umbringt oder sonst irgendwas, weil er hat ja nichts davon, er ist ja hundertprozentig tot. Ja, das heißt, derjenige, der bereit ist, sein Leben zu opfern, der ist tausendprozentig davon
überzeugt. So. Und junge Leute, klar, weil du auch junge Leute viel leichter manipulieren kannst als in erwachsenenreifen Dings. Hier, wenn du siehst, Hitlerjugend, der letzte Widerstand, ja. Berlin und so, waren ja auch alles Kinder. So. Die Erwachsenen haben es begriffen, das macht keinen Sinn mehr und sowas. Es ist viel schwerer, einen Erwachsenen irgendwie zu überreden, sein Leben zu opfern, einen reifen, erwachsenen Menschen als irgendein Kind, ja, was sich leicht beeinflussen lässt. Jetzt ist die Frage, geht da noch ein bisschen weiter, ist Selbstmord nicht ideologisch so keine, also wird ja, Selbstmord wird in der christlichen Religion ja irgendwie als, ist verpönt, man darf dann bei Selbstmord nicht mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Katholizismus, darf man dann nicht mal auf dem Friedhof beerdigt werden, rein theoretisch, ich glaube, da gab es sogar auch richtig mal... Es gibt genau dasselbe im Islam auch so. Ja, ist das... Die werden nicht da beerdigt, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendwo vergraben und weiter. Okay, ja. Was haben wir noch? Aber ja, es ist verboten. Selbstmord ist normalerweise verboten. Aber Islamisten nutzen immer Ausnahmeregelungen. Ja? Durch auch Frauen und Kinder töten ist verboten. Aber sie sagen, ja, aber es gibt die Ausnahme und der Situation, wenn es nicht anders geht und so weiter, dann ist das und das. Also sie finden für jedes Verbot eine Ausnahmeregelung, wodurch die das dann wieder sozusagen sich selbst erlauben. Jetzt mal eine... Das lustige Frage zwischendurch, in der Fastenzeit ist dir das auch mal so passiert, dass du tagsüber einfach, wenn dich keiner beobachtet hat, im Kühlschrank ein Stück Pute gegessen hast oder nee, so? Nee, weil ich habe ja für Gott gefastet und Gott sieht einen ja immer so und deswegen brauchst du nicht. Und ich hatte nicht diesen, das machen Leute, die familiären Druck haben. Es gibt streng religiöse Familien, erzkonservativ, wo sie sagen, hey, jetzt ist Fastenzeit, man darf nicht und wenn das Kind isst oder sowas, keine Ahnung, gibt es Schläge oder sowas. Und bei denen, aber bei mir, von mir in der Familie hat keiner sozusagen gefastet, außer ich, so, weißt, es gibt, wo so familiärer oder gesellschaftlicher Druck ist, auch in zum Beispiel streng islamischen Ländern, zum Beispiel Saudi-Arabien, Golfstaaten und so, wenn du da mit Essen gesehen wirst, tagsüber wirst du verhaftet teilweise, so. Da gibt es sowas, dass man das heimlich macht, aber ich habe es immer aus Überzeugung gemacht und deswegen war es nicht nötig. Wir hatten dir ja die Frage gestellt, ob du mal Erfahrungen mit Rechtsextremismus gemacht hast. Hattest du während deiner aktiven Zeit als Dschihadist mal Erfahrungen mit extremen Linken gemacht? Oder wie wird die extrem Linke aufgenommen, also politisch von... Extrem Linken werden sozusagen als nützliche Idioten gesehen, weil man letztendlich sozusagen oft auch für dieselbe Sache, zum Beispiel jetzt Israel-Demonstrationen für Palästina und so weiter, da laufen immer Islamisten und Linksextremisten Hand in Hand so. Und auch bei vielen anderen Sachen sozusagen unterstützen auch Linksextremisten sozusagen die Agenda der Islamisten und das nutzen halt Islamisten, aber die sind für die genauso Abschaum und sehen auf die herab. Aber sagen halt, okay, das sind halt Idioten, die sich teilweise, die ähnliche oder gemeinsame Interessen haben und deswegen, ja, ein bisschen anders als bei Rechtsextremisten, wo man eher so konfrontativ zu steht. Wie denkst du heute über dein Denken damals? Also erkennst du dich selber noch wieder? Bist du mit dir im Reinen? Also wenn du jetzt vor dem Spiegel stehst und deinen doch kürzeren Bart jetzt heute schluss, sagst du, Irfan, also das geht heute so in Ordnung, du hast einen tollen Wandel gemacht oder hast du noch manchmal Zeiten, wo du mit dir haderst und sagst, nee, gar nicht. Ich denke, alles so, wie es gekommen ist, hatte irgendwo seinen Sinn. Ich bereue natürlich Sachen, bereue ich. Ja. Ich habe viel schlecht gemacht, aber andererseits habe ich auch viel geopfert und auch viel Gutes gemacht. Und das habe ich halt alles so im Kopf. Und ich denke halt, letztendlich musste alles so kommen, wie es gekommen ist. Und vieles, was passiert ist, hat für mich in dem Moment keinen Sinn gemacht. Und im Nachhinein oder manchmal auch heute erst, verstehe ich, dass es Sinn gemacht hat und deswegen denke ich, also ich glaube ans Schicksal und denke, dass alles so kommen sollte, wie es gekommen ist und dass es das Beste ist, einfach nur daraus zu lernen, positiv zu denken, Positives daraus zu ziehen und ja. Bekommst du ab und zu noch Bedrohungen, besonders Internet oder persönlich oder Beleidigungen, Bedrohungen? Schon längere Zeit nicht mehr, aber jetzt in letzter Zeit, das letzte Mal das mit Erden, auch ein Islamisten-Aussteiger, den ich so ein bisschen unterstützt habe und sowas, wo wir die Doku gemacht haben, da beim CDF und so. Und dann sind im Nachhinein so ein paar Bedrohungen gegen ihn so im Internet verbreitet worden und man hat mich an seiner Seite gesehen, wusste, dass ich auch da so
ihn unterstützt habe und sowas. Er wurde auch so am Rande gegen mich gedroht und sowas, aber nichts, wo ich sage, dass ich das wirklich ernst. Es gab Drohungen direkt vom IS, sozusagen von Leuten vom IS, wo ich wusste, okay, die sind unten, die haben wahrscheinlich auch Leute hier, das haben die Behörden auch ernster genommen, das war aber jetzt schon eine Zeit lang her. Und diese Internet-anonymen Drohungen, die beachte ich gar nicht, die nehme ich gar nicht ernst. Okay, mehrere der Community haben geschrieben, siehst du eine Islamisierung Deutschlands, siehst du die? Ist das dieses Erstarken der Religion, dass Religion wieder wichtiger wird, auch Christentum und so weiter? Diese Frage kam sehr viel. Also ich denke, beides. Also einerseits, das sehen viele Leute nicht, die von Islamisierung reden, gibt es eine riesige Entislamisierung bei den Muslimen, die sich immer mehr von ihrer Religion distanzieren und sozusagen, ich sag mal, diesen westlichen Lebensstil annehmen und mit Islam gar nichts am Hut haben. Und jeder weiß es, der irgendwie an die Schulzeit denkt oder mit den Türken, mit denen er zusammen war und so weiter, die eigentlich genauso wie du und ich leben. Und so, der Michael Blum hat ein gutes Islam in der Krise, wo er das auch statistisch belegt, dass sich immer mehr Muslime sozusagen von ihrer Religion entfernen. Aber ein kleiner Teil radikalisiert sich immer mehr und ist sehr laut. Und hat auch natürlich eine Lobby und will auch die Gesetze so ändern. Und da ist dann schon die Sorge berechtigt, dass es die Sorge der Islamisierung ist dann auch berechtigt. Also es gibt beides. Es gibt einerseits einen kleinen Teil, die sich sozusagen zurückkehren zur Religion, sich radikalisieren, wo der Islam immer wichtiger ist, die auch sehr dominant sind, wo es diese Islamisierung gibt. Aber gleichzeitig gibt es einen riesigen, passiven, aber stillen Teil der Muslime, denen du nicht so mitbekommst, die aber für die Religion und Islam, das interessiert die gar nicht. Die wollen so leben, offen, modern und ja. Okay, ich frage mal noch hier in die Runde, also vielen Dank für die Community erstmal für die Fragen. Ich weiß nicht, Matthias, hast du noch eine Frage an den Irfan? Ich wollte einfach mal wissen, wie geht's dir heute und deiner Familie mit dem Stand heute? Ja, gut, also die letzten Jahre, muss ich sagen, ging es immer positiv bergauf. Also es gab, natürlich gibt es hier und da mal Rückschläge, aber so wie in allen anderen Familien auch. Aber ansonsten, natürlich auch die Beziehung zu meinen Eltern und sowas, die war noch nie so gut wie jetzt. Also kann mich nicht beschweren, also alles, da läuft alles optimal. Okay. Also ich weiß nicht, ob jemand noch hier in diesem Raum noch eine Frage hat an Irfan. Also ich möchte das sonst abschließen. Ich danke dir für deine Zeit, für den sehr intensiven Tag, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Schreibt bitte in die Kommentare runter, ob wir weitermachen sollen mit sowas. Kommentiert. Wir werden es auch ein bisschen an den Klickzahlen sehen, ob ihr da Bock drauf habt. Guckt in die Beschreibung rein, auch in Kontakt zu Irfan werden wir da reinpacken. Wer da Lust hat, mit ihm zu arbeiten, macht ganz tolle Arbeit. Ist, glaube ich, auch bundesweit, wenn möglich, unterwegs und so weiter. Also das ist, glaube ich, eine Prävention, jungen Leuten auch zu erzählen, wo das hinführen kann, wenn man sich radikalisiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erzählen. Das ist ein glaubwürdiges Beispiel, was da passieren kann, wenn man in diese Mechanismen kommt. Ihr kennt das von mir selber, wie das passiert ist im Rechtsextremismus. Das aufzuzeigen, dass Extremismus an sich so keine Lösung ist. Hier, Profi, wir können demnächst hier jemanden einladen, der dann auch über Linksextremismus berichten wird, damit das auch klargestellt wird. Extremismus hat immer was mit Gewalt zu tun, hat mit der Herabsetzung von Religionen, von politischen Gegnern zu tun und so weiter. Also die Gleichwertigkeit der Menschen wird dort nicht gesehen bei Extremisten und das ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich halte diese Arbeit im Internet für wichtig, sonst würden wir das nicht machen. Also größten Respekt auch an dich, dass du dich dem so stellst. Ich habe da ungemeinen Respekt vor dem Weg, den du gegangen bist und dann doch aus diesem Zeugenschutz raus in die normale zurück. Und du hattest mir mal zwischen den Aufnahmen gesagt, naja, ich lasse mich da nicht einschüchtern, das ist bei mir so hängen geblieben. Ja, also das bedeutet natürlich ein großes Kämpferherz, ich weiß nicht, ein Löwenherz, das ist vielleicht ein Kompliment, oder? Ja, das Herz eines Löwen, sonst kann man diesen Weg auch nicht gehen oder kann man da auch nicht rausgehen. Und das finde ich ganz stark von dir, dass du da sagst, du lässt dich nicht einschüchtern, man braucht diese Menschen, weil wenn Menschen wie du still sein würden, dann gewinnen die anderen. Ja, wenn sie mit dieser Angst so arbeiten können, dass man sich nicht traut, über diese Dinge zu sprechen und so offen und ehrlich, wie du es getan hast, dann gewinnen die. Und das tun sie jetzt hier nicht, dass du das gesagt hast. Also Leute, schaut hier unter. Hier unter sind alle Links, wie immer. Alles, guckt euch das an. Unterstützt gerne den Kanal. Irfan, vielen, vielen Dank. Mein Lieber, danke dir. Bis bald. Also, wer Lust hat, uns gemeinsam zu sehen, schreibt mir eine Mail an info@extremistlos. Und jetzt sende ich eine Heu von der Küste, Leute.